2009 hatte ich noch keine Ahnung, was Follen jetzt für Musik machen soll. Ich wusste nur, dass es etwas sein muss, was die Leute, wenn sie es hören, erstmal sagen, das ist schon cool, aber das ist Follen? Man muss dieses Album anerkennen, es ist großartig. Hands off the heat, too much retro, word to the streets. Pants too tight, yes indeed. Nuggets are yelling, let's be free. Too much beauty and not enough beast. Not enough hunger for tracks like these. Ich werde von Fans halt ständig auch gefragt, was war da eigentlich los? Warum wart ihr so lange nicht da? Wir haben uns von unserem Label getrennt damals, irgendwie 2008, Ende 2008 war das. Und das war eine anstrengende Zeit, weil wir da viel mit Anwälten zu tun hatten und so weiter. Ich glaube, das war auch eine der schwersten Sachen, den Leuten und den Interessierten einfach nicht sagen zu können, warum sind wir nicht da? Wir konnten einfach nur sagen, ja, haben gerade mal eine Auszeit genommen. Das ist eine harte, anstrengende Zeit auch gewesen für jeden von uns. Wir sind froh, dass wir das alles geschafft haben, aber jetzt wird es Zeit für neue Aufgaben und da anzuknüpfen, wo wir halt vor ein paar Jahren aufgehört haben. Und das machen wir jetzt mit dem 6. Album Quasar. Ich denke mal, dass sich das Bild ein bisschen gewandelt hat. Ich habe bestimmt 2 Jahre immer nur zu hören bekommen, der Neue und so weiter, und die Erwartungen sind groß. In erster Linie ist natürlich Dennis dafür verantwortlich, dass wir ganz von vorne wieder frisch an die Sache rangegangen sind. Dementsprechend hat sich natürlich beim Songschreiben als auch beim Klingen der Songs insofern was geändert, dass Dennis seinen Stempel mit auf die Gitarrenparts gepackt hat. Ich glaube, dass das Album, was jetzt rauskommt, einfach der Grundstein dafür ist, dass es, also quasi das i-Tüpfelchen, dass wir wirklich alle zusammen sind jetzt, in der Formation auch akzeptiert sind. So. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für uns. Sozialkritik war, ehrlich gesagt, wirklich nie so ein Ding bei Follen. Gerade was die Texte anging. Mittlerweile ist es halt so, dass wir leben in einer Zeit, ich würde sagen, noch nie haben so viele Menschen zur gleichen Zeit gegen so vieles so hart demonstriert auf der ganzen Welt. Und auf einmal kommt Ron mit Texten ums Eck, wie Someone's Gotta Do It oder wie Hello Planet so. Und man merkt einfach so, hier wird gerade auf Themen eingegangen, auf die wir sonst nie eingegangen sind. Und wir machen uns diese ganzen Köpfe. Und das kommt so völlig automatisch, es war nie geplant, aber es ist einfach passiert. Follen ist nicht eine politische Band, war sie noch nie und wird sie in dem Sinn auch nicht sein, aber nichtsdestotrotz wissen wir, was wir als Tool für uns nutzen können, um auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Ohne jetzt irgendwie so oberlehrermäßig rüberkommen zu wollen, aber du kannst auf jeden Fall was bewegen, auch im Kleinen, und das tun wir jetzt einfach mal. Klar, ich kann auch zu jeder Demo hinfahren, aber ich kann auch den Soundtrack dazu schreiben. Quasar ist voll die Spontangeburt gewesen. Wir haben irrsinnig lange an einem Titel rumgehangen und rumgedoktert. Wir saßen gefühlte 8 Stunden bei Dennis in der Küche. Und in dem Moment, wo wir aufgehört haben, hat Dennis was gesagt. Und zwar hat Dennis gesagt, was haltet ihr denn von Quasar? Und auf einmal haben wir ihn alle angeguckt und haben gesagt, geiles Wort.
weil es ein Quasar halt ein leuchtender, posierender Stern ist, der besonders hell leuchtet und enorm energiegeladen ist. Deshalb leuchtet er auch so stark. Ich glaube, Professor Harald Lesch könnte das jetzt noch besser erklären als ich. Und von daher war ab diesem Sonntag und dem Begriff Quasar für uns klar, so wird und muss das neue Album heißen. Wir waren gleich Feuer und Flamme auch, was das Artwork anging, das Schriftbild, es passte alles. Quasar.